Hallo, wir sind endlich wieder unterwegs. Petra hat das davor extra gestrichen, weil ich da den Anfang gemacht habe. Ich hatte mich erzählt, hier sind Petra und Marco. Grüßt euch. Nein, ich habe das nicht extra gestrichen. Ich habe mich nur so oft verquatscht, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich nochmal neu aufnehmen. Ja, auf jeden Fall sind wir gestern Abend losgefahren. Und das war auch cool, ne? Gestern Abend war cool. Alles super. Dann haben wir eine Übernachtung gemacht, sind dann heute Morgen ganz früh weitergefahren und haben gedacht, hey, sehr cool, dann sind wir ja ganz schnell schon an unserem ersten Ziel, bis wir dann leider in Italien ankamen. Denn unser Ziel ist die Tour de Grand Alp. Allerdings wollen wir die nicht. Also eigentlich kann man die am Genfer See beginnen, aber wir haben uns überlegt, wir fahren sie sozusagen rückwärts. Nämlich wollen wir in Menton anfangen. Wie gesagt, ob das wieder alles richtig ausgesprochen ist, ihr kennt das Drama mit mir und dem Französisch. Ja, und dann hat Markus gesagt, dann fahren wir halt über Italien. So weit, so gut. Ja, und dann haben wir auch gesehen, Nationalfeiertag in Italien, wusste ich vorher nicht. Ja, und dann kam das erste Drama, das wir gesehen haben, oh, dicker, fetter Unfall, Autobahn, über 2 Stunden warten müssen. Dann haben wir gedacht, ach, dann fahren wir doch einfach mal Landstraße. Das dachten sich 20.000 andere auch. Genau. 20.000 andere dachten das auch und jetzt stehen wir gefühlt seit 100 Stunden im Stau. Naja, so lange ist es noch nicht, aber es ist jetzt echt schon eine ganz schön lange Zeit, denn die Autobahnen sind dicht. Ja, die Landstraßen sind auch dicht. Zumindest ist das Wetter super. Komm, wenn es jetzt noch dazu regnen würde und ganz kalt wäre, wäre ja auch blöd. Naja, auf jeden Fall sind wir nun auf dem Weg zu unserem ersten Ziel. Wie gesagt, das soll bei Menton beginnen. Ja, warten wir mal ab, wann wir denn dann da heute so landen werden. Und dann melden wir uns mit Sicherheit später nochmal. Bis dahin.